Ach, Frau Scherz, bei uns spielen sich zu Hause wegen der Hausaufgaben manchmal Dramen ab. Oh, Herr Kuski, das klingt ja schlimm. Ach, ich bin total genervt. Lenny, unser Jüngster, besucht ja die Ganztagsschule und da bieten die eine Hausaufgabenbetreuung an. Ja, ha, und? Der kommt so oft ohne Hausaufgaben nach Hause oder hat sie nur halb. Ja, und dann bin wieder ich gefragt oder meine Frau. Das ist voll nervig, ich bin doch abends auch müde. Ja, haben Sie ihn mal gefragt, wieso er sie nicht macht? Klar, und stellen Sie sich vor, was er gesagt hat. Oh, Papa! In der Betreuung ist es so laut, da kann ich mich nicht konzentrieren. Ja, und dann sind die Betreuer so unfreundlich, da traue ich mich nicht zu fragen. Ja, und außerdem spielen die ganze Zeit am Handy und da hat keiner Zeit für mich. Ja, und das fand ich natürlich absolut empörend. Frau Scherz, wie gehen die denn da mit den Kindern um? Und ich habe mich auch gefragt, wofür werden diese Leute eigentlich bezahlt? Und da bin ich natürlich hingegangen und habe mich beschwert. Und dann haben die mir wieder gesagt, was ihnen die Kinder erzählen. Na, ihr zwei? Was habt ihr für Hausaufgaben auf? Wir haben nichts auf. Ja, aber ihr müsst doch irgendwas aufhaben. Nö. Wir hatten Vertretung. Was habt ihr für Hausaufgaben? Wir haben nichts auf. Wir haben eine Schularbeit geschrieben. Habt ihr eure Aufgaben schon erledigt? Ich schreibe morgen eine Schulaufgabe. Und ich hatte heute schon Intensivierung. Hast du schon für Mathe gelernt? Ich hatte gestern Mathe und diese Woche habe ich kein Mathe mehr. Und nächste Woche sind Ferien. Lenny, bist du noch nicht weiter? Ich habe mein Arbeitsblatt vergessen. Hausaufgabenkontrolle. Hausaufgabe? Habt ihr Hausaufgaben auf? Wir hatten erst Musik, dann Rallye, dann Sport und danach Kunst. Da haben wir nie was auf. Nie. Nie. Ich verstehe die Aufgabe nicht. Ja, Olaf, aber das müsst ihr doch in der Schule besprochen haben. Ja, schon. Es gab auch ein Arbeitsblatt, aber das habe ich im Fach liegen lassen. Kannst du mal in der WhatsApp-Gruppe nachfragen, ob es dir einer schickt? Das dauert immer ewig, bis da mal einer antwortet. Lenny, hast du schon für Natur und Technik gelernt? Dafür brauche ich Lernkärtchen. Und die muss ich erst aus dem Intranet ausdrucken. Und das kann ich hier nicht. Du, Olaf? Wenn du nichts zu tun hast, dann arbeite doch bitte an deinem Arbeitsblatt von gestern weiter. Oh Mist! Das habe ich schon wieder vergessen. Du,
Lenny, hast du deine Vokabeln schon gelernt? Ich muss die Vokabeln erst auf Kärtchen schreiben. Und ich habe keine Kärtchen dabei. Die sind zu Hause. Ihr habt dann noch Hausaufgaben auf. Die haben wir schon in einer Stunde gemacht. Ja. Ja, Frau Scherz, da bräuchte ich dann jetzt mal Ihre Hilfe, weil mir fällt da nichts mehr ein. Ja, da kann ich Ihnen schon eine Hilfestellung geben. Herr Kurski, da habe ich noch ein paar Fragen. Und zwar,